Portugal ist nun das dritte Land der EU, das um Finanzhilfen bittet. Aber nicht nur in Europa ist der Schuldenberg hoch, auch hier in den USA. Und darüber können wir uns unterhalten bei Inside Wall Street. Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Und ein herzliches Willkommen geht auch an Sandra Navidi von Rubini Global Economics. Hallo und herzlich willkommen. Danke, Frau Lanzendörfer. Frau Navidi, vielleicht erstmal eingangs zur Stimmung hier. Wie würden Sie die hier beschreiben in New York? Ist noch relativ ungetrübt, man trägt es mit Fassung, man ist leicht irritiert, aber es gibt nichts, was man machen kann und ist auch relativ abstrakt, also von daher sind die Leute gefasst. Was würden Sie sagen, wie konnte es so weit kommen? Das kommt dadurch, dass die Republikaner die Mehrheit haben im Repräsentantenhaus und den Entscheidungsprozess für das Budget blockiert haben. Also ein Budget muss beschlossen werden, dafür muss man sich einigen. Die Republikaner möchten gerne, dass mehr gespart wird. Im Grunde genommen möchten das auch die Demokraten, aber niemand möchte, dass bei ihm gespart wird und deswegen ist man bisher nicht zusammengekommen. Was hat es denn mit einer eventuellen Zahlungsunfähigkeit der USA zu tun? Wird ja auch in den Medien geschrieben. Das ist noch ein anderes Problem und zwar gibt es eine gesetzliche Obergrenze, bis zu der man Schulden machen darf hier. Und wenn die nicht angehoben, die Schulden steigen ja rasant hier jeden Tag. Wenn die Grenze nicht angehoben wird, dann kann das sein, dass sie in ein paar Monaten durchbrochen werden würde. Das würde dann technisch zu einer Zahlungsunfähigkeit führen und auch zu der Tatsache, dass Investoren, die Staatsanleihen halten, diese nicht mehr als risikofrei betrachten würden, sondern die auf den Markt schmeißen wollen. Deswegen hat auch der Finanzminister Timothy Geithner dafür plädiert, eine Einigung zu erzielen und dieses Limit hochzusetzen, damit man gar nicht erst in die Nähe dieses Problems gerät. Aber als Präsident Clinton die Regierung verließ, da war ja der Haushalt noch ausgeglichen, oder? Ja, aber direkt danach sind sehr hohe Steuermäßigungen gekommen. Also Steuern sind gesenkt worden drastisch. Und was richtig reingehauen hat, war die Finanzkrise. Da hat man Rettungspakete schnüren müssen. Da hat man Konjunkturpakete aufgelegt. Parallel hatte man auch noch zwei Kriege, die man geführt hat. Und das hat sich alles summiert. Was passiert, wenn es nun nicht zu einer Einigung kommen würde? Ja, dann würde es dazu kommen, dass die Regierung sozusagen zumachen muss, in Anführungsstrichen. Was das genau praktisch bedeutet, da ist man sich nicht so ganz sicher. Wir hatten schon mal so eine ähnliche Situation hier vor circa 15 Jahren, aber das ist jetzt ein bisschen anders, weil Dinge sind viel mehr per Computer werden die gesteuert. Das heißt, Zahlungsströme können wahrscheinlich weitergehen, aber öffentliche Einrichtungen müssten vorübergehend geschlossen werden, wahrscheinlich. Ja, hier heißt das eben Shutdown wie 95, 96. Welche Rolle spielt dabei die Tea Party? Die Tea Party trifft eigentlich so ein bisschen den Nerv der Zeit. Sie ist eine Protestbewegung. Sie verkörpert so die amerikanische Ideologie in einem Extrem. Ron Paul zum Beispiel, der einer ihrer Anführer ist, plädiert dafür, dass die Zentralbank abgeschafft wird, die Federal Reserve und das Bildungsministerium. Die möchten also, dass die Regierung sich nicht so einmischt in das persönliche Leben. Für unser Verständnis etwas radikal, würde ich sagen. Und wir würden das etwas anders sehen. Ja, für unser Verständnis auch. Wenn ein Land so hoch verschuldet ist, würden wir sagen, okay, Sparkurs ist ganz klar. Aber warum ist es so schwierig, hier eben eine Einigung zu finden? Die Erholung ist relativ wackelig noch etwas. Es hat sich zwar stabilisiert, aber wir sind noch nicht aus dem Schneider. Die Arbeitslosigkeit ist noch sehr hoch und es besteht die Befürchtung, dass wenn man zu früh spart, dass man dann die Erholung abwirkt, dass eine Abwärtsbewegung eintritt und man wieder zurückfallen könnte in die Rezession. Aus diesem Fall ist das ein besonders streitiger, sensibler Punkt. Frau Navidi, dann vielen Dank für Ihre Eindrücke. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Schön, danke. Ja, und danke und bis zum nächsten Mal sage ich auch zu Ihnen, verehrte Zuschauer, soweit Inside Wall Street hier vom New Yorker Börsenparkett.